Herzlich willkommen wieder auf diesem Kanal beim Buster. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Eigentlich wollte ich dieses Video gar nicht drehen, noch vor Weihnachten. Und ich weiß auch gar nicht, ob es noch wirklich vor Weihnachten hochgeladen wird. Aber ich hatte noch eine Kleinigkeit zu tun, hatte aber nicht gefilmt dabei. Und während des Ganzen habe ich gedacht, ach komm, lass noch mal ab und zu mal die Kamera mitlaufen, ganz kurz ein bisschen, weil ich habe einen Brief bekommen von Dieters Workshop. Danke, Dieter. Ein sehr langer Brief, in dem er sich bedankt bei seiner Community, dass sie ihn so groß unterstützen mit Kommentaren und Likes. Ja, dabei hat er jetzt endlich geschafft, Sticker zu machen. Und natürlich bekommt er jetzt seinen gebührenden Platz oben an meiner Sticker-Wall, Sticker-Brett. Und das werden wir natürlich machen. Also, lieber Dieter, vielen, vielen Dank dafür. Und den Kanal verlinke ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung. Er macht viele schöne Dinge, kümmert sich auch um ein Spiel, ich habe schon den Namen wieder vergessen, weil ich nicht so der Spielfreak bin, aber wenn euch das interessiert, schaut mal rein bei ihm. Sind sehr viele interessante Sachen. Ja, aber jetzt kleben wir das Ding da oben mal dran. So, wir wollen mal gucken, ob wir ihn hier noch platzieren. Ich werde da bestimmt noch mal was Neues machen, aber im Moment weiß ich noch nicht so richtig, wo ich es hinmachen soll. Also hier werden wir ihn hinkleben. Mal schauen, ob wir den auch auseinanderkriegen. Ja, ist alles nicht so einfach. Ja, da kleben wir den jetzt mal hin, ne? Und direkt neben der Männerhöhle. Ja, vielen, vielen Dank, Dieter. Und mein Sticker ist jetzt natürlich auch unterwegs zu dir. Bei dem kleinen Projekt geht es darum, unsere Krippe ist jetzt leider, also die Krippe, die man unterm Baum stellt und nicht die Krippe, die man bekommen kann. Die ist irgendwie, ja, es muss was dran getan werden. Und da habe ich gedacht, das machst du jetzt mal eben auf die Schnelle, mach eine neue Grundplatte, mach ein bisschen Zaun drumherum und fertig. Aber wie das so ist, man ist am Machen und am Tun und es dauert, es dauert, es dauert und Weihnachten steht vor der Tür. Ja, also geben wir Gas und haben gedacht, wir machen es ohne Kamera, aber dann habe ich es ja doch eingeschaltet nochmal, um kurz einige Sequenzen zu zeigen, was ich da so gemacht habe. Natürlich ist das, was ich gebaut habe, nur, ich sag mal, eine uralte Krippe, die wir, uralt relativ, die wir vor 30, 40 Jahren gekauft haben, im Ausverkauf für ganz wenig Geld mit Figuren. Da ist uns jetzt der dritte König abhandengekommen, nicht nur jetzt, sondern schon ewig und lange und vielleicht war er auch nie dabei, ich weiß es nicht und haben natürlich auch die Kinder schon mitgespielt und alles. Aber ich wollte eben ein bisschen noch reparieren und das gucken wir uns noch an, aber dauert nicht lange, ganz schnell. Das Verkleben mit dem Holzleim war nicht die ideale Lösung. Jetzt bin ich übergegangen zu Sekundenkleber, was wesentlich besser funktioniert. Die ganzen Latten und Pfosten habe ich vorher geflämmt und dann noch etwas mit Holzbeize bearbeitet. Das ist der Boden von der Krippe, die ich jetzt mit Holzleim einschmiere und versuche jetzt mit Stroh ein wenig Struktur auf der Fläche zu bekommen. Was mir aber damit nicht gelingt.
Ja, Stroh hat nicht so gut funktioniert. Schade. Hätte kleiner sein müssen. Hätte Heu sein müssen. Sägemehl muss es jetzt auch tun. Ups. Da machen wir jetzt ein dickeres dran. Habe eine Sperrholzplatte hinten dran gemacht als Wand und habe die auch so behandelt wie den Boden. Tja, und dann bricht mir doch glatt die Nase vom Stecker ab. Super. Da meine Heißklebepistole kaputt ist, habe ich jetzt Sekundenkleber genommen, um die festzumachen. Und damit ich die ganz leicht wieder abkriege, habe ich vorher ein Klebeband drunter gemacht. So kann ich die jederzeit wieder abmachen, so wie ich es halt gebrauche. Das sind noch gute alte Glühbirnen. Ob man die jetzt mit Wechselspannung oder mit Gleichspannung ansteuert, ist denen noch ziemlich egal. Hat höchstens mit der Leuchtkraft etwas zu tun. Und deswegen habe ich einfach mal 12 Volt Gleichspannung genommen, weil die kriegt man ja jetzt viel einfacher. Ja, liebe beim Bastlerfreunde, so, ich habe es noch kurz vor Weihnachten geschafft, provisorisch das jetzt mal eben noch schnell etwas neu zu gestalten. Es ist noch nicht fertig, da kommt jetzt das Moos noch drumherum. Das wollte ich aber jetzt noch erst noch ein bisschen trocknen lassen und dann drauf machen. Und dann sieht das hier auch alles etwas ganz anders aus. Und dann hat natürlich dieser Zaun auch einen Sinn, damit das Moos nicht drüber wegfällt. Und dass die Schafe natürlich nicht weglaufen. Logisch. Ja, dann kann ich nur noch sagen, ich wünsche euch schöne Feiertage, beruhsame und einen guten Rutsch ins neue Jahr, falls wir uns nicht noch sehen vorher. Tschüss, bis dann auf diesem Kanal beim Bastler. Ich freue mich drauf, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid.